Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 mit mir, dem Sora. Und wir waren in der letzten Folge mit dem Paladin ein bisschen unterwegs und haben hier einen kleinen Auftrag. Hier ist nämlich eine merkwürdige Energiequelle. Offenbar irgendwie sowas. Und deswegen müssen wir nachchecken, was das denn ist. Das wissen wir nämlich natürlich nicht. So, willst du da rein oder was? Entschuldigung, Paladin Dance. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Missionszusammenfassung. Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Alles klar. Dann rein, ne? Auf ins ArcJet-Dingens hier. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe, wir sind bereit für diese Mission. Ich weiß es nämlich nicht. Schauen wir mal. Oh Gott, ArcJet System. Da sind wir. Firmen wie diese hier, den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Okay, groß haben wir jetzt hier eigentlich in der Lobby nichts, was wir, glaube ich, gebrauchen könnten, ne? Das ist eine Menge Schrott auf dem Boden. Was? Bubble? Ah, ne. So, haben wir hier irgendwas? Oh, eine Impro-Pistole. Ne, okay, Impro-Pistole haben wir ja schon. Ist auch nicht so swag. Herr, wo ist denn der? Da ist der Paladin. Die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Na gut für uns. Glaube ich. Werk der stillenden Brüderschaft? Sehe ich. Verdammt. Ich hatte gehofft, das zu vermeiden. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Hä, was? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeborgen, die Menschheit verbessern sollen. Das ist oh nicht Gott. Hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Angst vor Sins, was ist das Institut? Augen offen halten. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Oh Gott, das heißt, hier sind Roboter. Oder wie? Gegen die wir kämpfen müssen. Sicherung Stahl. Nehmen wir mit. Wir haben hier ziemlich ruiniert. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die Bruderschaft interessieren können. Eine Bergungsmission. Ja. Da mach ich aber nicht mit. Das könnt ihr vergessen. Alles, was ich finde, gehört mir. So, da ist jetzt nichts mehr. Schauen wir mal weiter. Da ist jetzt auch groß nichts. Tür öffnen. Hey, Hund, geh mir aus dem Weg. Verdammter Köter, ey. Also, so ganz funktioniert ist die KI vom Hund aber auch nicht so mega intelligent, auch wenn es ganz cool ist, aber ich habe schon gemerkt, dass der manchmal ein bisschen dumm ist. Und kommt eine Zigarettenkiste. So, was haben wir denn da noch? Millimeterpatronen, ja. Patronen sind immer gut. Wirklich immer. Wir brauchen immer Patronen. Wir haben sowieso immer viel zu wenig. Weil ich immer alles verkacke und verschieße. Aber hey, ist ja kein Problem, ne? So, oh, Moment. Ich muss mich kurz jucken. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Ich finde einen Weg, um die Tür zu öffnen. Also die Tür. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur das Terminal hacken. Aber wir gucken mal kurz, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden, ne? Sturmfahrzeug, Kombi-Schraubenschlüssel, ne? Lass mich mal kurz durch, mein Freund. Mein Hundi. Da ist. Oder das Terminal. Laborstein entsperrt. Verbessert. Aha. Hier ist auch nicht. Oh. Oh ja. Oh ja. Was ist denn hier? Hier ist nichts. Was ist dieses komische Licht? Lol. Was sind da oben? Kann man potenziell hoch oder runterfallen? Also die Tür, die sagt gerade nichts. Okay, schauen wir mal kurz hier. Ist zu gut geschützt. Eine höhere. Und toll. Wir brauchen eine höhere Stufe. Wir können die nicht aufmachen. Können wir denn hier irgendwas machen? Passwort sich halt automatische Passwortänderung.
Passwortänderung. Inas Passwort lautet bla bla bla. Okay, wir haben jetzt ein Passwort. Ich weiß nicht, ob das uns so viel bringt. Kann es sein, dass wir die Tür nicht aufmachen können? Was ist das? Ich wüsste nicht, wie ich da reinkommen soll. Das können wir auch nicht kaputt machen. Ich habe das Gefühl, wir kommen da noch nicht rein. Weil... Oder gibt es irgendwie einen anderen Weg? Paladin. Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Okay, sichere deinen Bereich und sei leise. Keine Zeit für Fragen. Wir müssen weiter. Das zeigt mir was an. Was zeigt er mir denn an? Moment, Karte. Arc-Jet-System, automatische Speichern, so. Mir zeigt mein Ding jetzt hier irgendwas an, dass ich da irgendwo hin soll. Yo, ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, Leute. Das ist natürlich blöd. Aber ich weiß ehrlich nicht, wie ich da reinkommen soll. Hier, von da komme ich auch nirgendwo rein. Lass mich Hunden durch, Hund! Boah, leck mich am Arsch! Komme ich da rein? Mal wenn ich so und dann zack. Nee, da komme ich nicht, gar nicht rein. Ja, also, ich würde mal sagen, wir brauchen verbessertes Hacken, aber das haben wir nicht. Kann es sein, dass wir das wirklich brauchen, um da reinzukommen? Weil wir haben es halt nicht, ne? Und hier können wir auch nichts machen. Können wir da irgendwie hochkommen? Nee. Da können wir nicht hoch, aber da können wir nicht rein. Das ist doch scheiße. Dance? Genug geredet. Wir haben einen Job zu erledigen. Ja, ich komme mir aber da nicht rein und ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Das ist doch scheiße. Aber es... Was ist das denn? Oh doch, lol. Jetzt komme ich da rein. Ach, weil ich das Passwort habe, oder wie? Au, oh wow. Gott, ich bin so doof. Sicherheitstürsteuerung. Wir haben ihn gefunden. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, da kommt noch mehr. Das sind diese... Was ist das? Das sind das Cyborgs? Die sehen aus wie... Das sind diese komischen Roboter, glaube ich. Mit einem Schlagstock. Hat da irgendjemand von denen eine Waffe dabei? Kaliber 50. Institutpistole. Was ist das? Was ist diese Institutpistole? Da haben wir schon mal auch wieder eine neue Waffe. Das ist doch mal richtig cool. Institutpistole aufgeregt. Oh, plus. Oh. Oh, geil. Wir müssen mal kurz gucken, dass wir wieder was wegschmeißen. Am besten was von der Kleidung. Das ist meistens so wie das, was am meisten Gewicht hat. Wind, Schweißerbrille, schmutzige Postbotenmütze. Sauberes grünes Kleid. Wir brauchen kein fucking Kleid. Moment. Ablegen. Saubere Kleidung. Wir brauchen keine saubere Kleidung. aha. Rotes Kleid brauchen wir auch nicht. Raider-Leder. Fuck auf den scheiß Raider-Shit. Ich will kein Raider-Shit haben. Gurtzeug. So. Hier gibt's übermenschlichen Cyborg-Shit, Alter. Das müssen wir haben. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ja, da waren ja auch gerade so ein paar Dudes. Das ist dir bewusst, oder?
Ja, kämpf du mal, ne? Ich flasche mir das Schutzmittel. Bro. Bro. Was passiert da? Ja, ja, ich... Ach Gott, Alter. Warte mal, da ist was. Aha, aha. Zahnpasta nehmen wir mal auch mit. Okay, ich bin mal nicht mehr so ein Arsch. Warte mal, da hat doch irgendwas geblinkt. Egal. Das schaffst du schon, du bist in... unbesiegbar. So, den haben wir gekillt. Wo sind denn noch welche? Alter, ich schieße ja voll daneben. So. Aha. So, Moment, wo haben wir denn noch was? Da ist noch einer. Fusionszellen. Ich habe das Gefühl, die Fusionszellen könnten ganz praktisch sein. Oh, da können, die können wir aufknacken. Moment. Haben wir gleich. Oder auch nicht. Ja, komm. Ah, fuck! Nein! Oh, dieser diese Vibrationsfunktion, ne? Ah, fuck, wir haben es fast. Ah, das war zu viel. Jawohl! Die Tür haben wir aufgekriegt. Was gibt's hier denn? Vakuumröhre. Nehmen wir mal mit. Klingt interessant. Irgendwie. Was haben wir denn hier drin? Da ist gar nichts. Ah, ah, ah. Ein bisschen, irgendwie ist die Empfindlichkeit zu groß, aber ich brauche eigentlich auch eine große Empfindlichkeit. Was? Der Dreck ist gefaltetes U... Ach so, US-Flagge. Ja. Brauchen keine US-Flagge. Aber wir sind jetzt hier oben. Was gibt's noch? Desto mehr Patronen wir finden, desto besser ist auch... Mikroskop. Oh, das ist eigentlich cool. Klebebandrolle. Falls es nicht allzu schwer ist. Ah, okay, das Mikroskop können wir noch halbwegs tragen. Das war mehr Kronkorken. Kronkorken. So, was haben wir denn hier noch? Da ist ein Spielzeug außerirdischen Ding. What the fuck? Patronen. Kronkorken. Oh, das Red X nehmen wir auch mit. Was haben wir denn hier noch? Stealth Boy. Nee. Nee, 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 nee. Oder oben, unten ist Munition. Ja, Kaliber 50. So. Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr groß da. Oh, was war das? Was haben wir denn hier? Hm? Ich hab doch grad... Egal. So, was haben wir denn hier drin? Da ist eingeschüttet. Hier können wir hoch. Gott, hier können wir hoch, aber ich will, ich bin hier alleine. Der andere Dude ist woanders. Oh Gott. Hund! Mach mir nicht so eine Angst, ich habe... Was ist das? So ein Verteidigungssystem. Weg, Hund! Ich glaube, wir sollten nicht da lang gehen. Jedenfalls vorerst nicht. Vielleicht müssen wir da lang gehen, aber jetzt nicht. Will ich nicht. Mag ich nicht. Ist mir zu heikel. Wo springt denn der runter, ey? Ich werde es euch nicht leicht machen. Oh. Laserstrahlennetz entschärfen. Kristall, Glasfaser, Optik. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben einen kranken Shit bekommen. Der Junge fightet schon wieder. Was ist los mit dem? Leck mich am Arsch. Ich komme so nicht auf. Da ist jedenfalls... Was ist das denn? So, großer Werkzeugkasten. Ah. Haben wir aufgekriegt. Was haben wir denn da drinnen? Silberne Taschenuhr nehmen wir mit. Terpentin, Superkleber. So. Und ja, der Dude, der fightet schon wieder rum. Das ist zum Kotzen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. So ein Wichser.
Hier ist ganz cool. Abgeschlossen, Folge der Paladin. Okay, er hat es alleine geschafft. Easy. Aluminium kann ich, dann nehmen wir mal mit. Aluminium und so. Bra. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Hier ist noch mehr Stuff. Oh, das ist ein... Ah, okay. So, wo ist er jetzt hin? Wo ist der Typ hin? Ich weiß es nicht. Ist er wieder unten rausgegangen? Nee, das macht keinen Sinn. Da ist ja noch was. Ja. Nee. Okay, ich glaube, der ist oben lang gegangen, in diesen Weg da, wo wir vorhin schon waren. Das kann gut sein. Gehen wir mal einfach dahin. Wo waren das jetzt nochmal? Da lang. Bist du nach oben gegangen, lieber Herr Paladin? Wo ist der Dude hin? Hier scheint alles aufgeräumt zu sein. Ah ja, hier ist er ja sogar. Okay, sonst haben wir aber eigentlich nichts mehr groß hier, glaube ich. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Oh, Patronen. Terminal Grafikkarte nehmen wir mal mit. So. Was ist denn hier? Patronen, biometrischer Scanner. Netz. Okay. Klingt alles ziemlich krass. Alter, hier gibt's so viel Stuff. Hier gibt's so viel Stuff. So viele Türen. Überfälliges Buch. Klang interessant, habe ich jetzt mal mitgenommen. Auch wenn, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es nur Scheiße oder so. Apropos Scheiße, wir sind in der Toilette, Leute. so, wo ist er jetzt hin? Warte mal, was ist das denn? Lass mir kurz, Hund! Aha. Nehmen wir auch mal mit. So, wo ist er jetzt lang gegangen? Ich weiß es nicht. Alter, der Typ ist wie ein kleines Kind. Oh, was haben wir denn hier? Metalleimer, Aluminiumkasten, Impro... Oh, fuck. Die Impro-Pistole wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So, gebe ich das ja ein bisschen krass. So. Da ist noch mehr Munition? Nein, ist nicht. Okay, so, wo ist jetzt der Dude schon wieder hin, Alter? Leck mich am Arsch. Yo, Kollege. So, einfach mal hier rüber jumpen. Wie so ein krasser Motherfucker. Ich frag mich jetzt echt, wo der schon wieder hingelaufen ist. Hab ihn verloren. Ach, da ist er. Ich muss ja auch immer gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Alles klar. Aber... Das, meine lieben Freunde, machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder herzlichst fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dahin, haut rein. Tschüss, euer Sora. Ciao.